Hallo zusammen. Hi. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Genau. Und was machen wir heute? Was ganz Interessantes. Wir haben was gegen Klimawandel. Genau. Können wir immer wieder nur wiederholen. Wir haben hier noch E-Fuels, davon habe ich noch 3, also 15 Liter E-Fuels haben wir noch. Und wir holen heute meinen Jaguar aus dem Winterschlaf. Wir gehen nachher zusammen in die Garage, packen den aus, gucken, ob er überhaupt anspringt, ja. Lassen den Kraftstoff raus und tanken E-Fuels und gucken, ob der damit läuft. Sagen alle, das funktioniert. Ich bin auch davon überzeugt, dass es funktioniert. Aber ja. Schauen wir. Probieren wir aus, sehen wir. Aber mit 15 Liter kannst du nur dreimal Gas geben, dann ist der Tank leer. Ja, genau. Ich finde, das ist total umweltfreundlich. Hier haben wir noch 2 Kartons geschickt bekommen. Die packen wir gleich aus. Ich habe vorhin schon mal so drauf geguckt. Ja, wir werden sehen. Klingt aber interessant. Am Ende der Sendung. Ne? So, wir gucken aber jetzt vorher mal. Da ist ein Bekannter von mir gekommen, der Ottmar. Der hat wohl mit seinem Wagen ein Problem. Der hat wohl hinten Wasser in der Heckklappe drin. Ja, das ist doch ganz einfach. Mit dem Schrauben die Heckklappe ab, machen einen anderen dran. Ja, wir können auch Löcher reinbauen, dann läuft es raus. Von außen. Ja, gut. Wir holen jetzt mal rein in den Wagen und schauen mal, was da ist. Unsere Geschenkidee für Ostern. Aber nur, wenn du dicke Eier hast. Der Model 4 von Launch Europe, ein Megagerät. Wir benutzen das auch andauernd hier in der Werkstatt. Das ist schon was für kleinere Werkstätten und für ambitionierte Hobbyschrauber. Ein Megateil. Funktioniert wirklich verdammt gut, können wir euch nur empfehlen. Hat 31 Servicefunktionen, die ihr direkt anwählen könnt. Eine Wahnsinnsabdeckung an Fahrzeugmodellen und Marken. Kommt in alle Steuergeräte rein. Als Zusatz könnt ihr noch einen Batterietester dazu holen, sowie ein Videoendoskop. Schaut mal im Fahrbuch-Shop rein. Viel Spaß beim Kaufen. Wir können es nur empfehlen. Tschüss zusammen. Mega. Gut. Ab, okay. Ab, Ausrufezeichen. So. Gehen wir raus, spaziert. Warte mal, Tasse. Das ist sie. Das läuft innen rein. Du machst die Tür auf, also die Klappe auf. Ja. Warte auf. Jetzt, wenn es jetzt ist Wasser drin. Hat das Fin aufgemacht, der. Oh Gott, jetzt haben wir es jetzt draufgestellt. Das ist nur, weil du so schwer so bist. Mach dich ständig hier drauf. Weil du so schwer bist, normal geht das gar nicht. Wenn ich da draufstehe, geht das gar nicht. Warte mal, ich muss mir erstmal fertig machen. Ajo. Ja, genau. Das ist ein neues Abnehmprogramm. Hm. Okay. Also wie gesagt, der Cedric hat das Fin aufgemacht. Das ist das hier. Guck mal hier oben läuft es rein, genau. Ja. Das ist, wenn der steht draußen und es regnet, läuft Wasser rein. Und ja, aber Wasser rein kann dann nur von oben runterlaufen. Ja. Das heißt, ja, aber lass uns erstmal aufmachen hier. Gucken wir mal eben auf. Torx. Ein Werkzeug. Hier muss man die lösen. Kann man die eigentlich schon abziehen? Hast du? Einmal? Eine nur? Ja, eine. Das eine kannst nur. Du jetzt so abziehen. Ich kann es nicht gegenhalten. So. Hier kann man raus das Wasser. Vielleicht ist es die Wischwaschanlage. So, jetzt gucken wir mal. Also klar ist ja, hier an der Stelle läuft es rein. Hm. Guck mal hin, Junge. Die Scheibe ist schon mal nicht. Nee, dann kann ich ja nur die Lampe sagen. Mach ich hier die Lampe mal komplett voll. So, dann gucken wir mal. Ja, in das Wasser rein. Ja, da ist in das Wasser. Das läuft bestimmt durch die Lampe rein,
dahinter. Läuft dahinter und dann stoppt das zurück und dann legst du es hoch und dann läuft es halt hier zwischen raus. Ja. Theoretisch müsste es jetzt da innen drin wieder laufen. Nee, meldet nicht. Ja, hier. Da läuft es rein. Da. Ja. Da kann man sehen, was reinläuft. Da. Das ist auch schon längere Zeit. Da kann man auch rundherum den Rand schon sehen. Ja. Ja. Ah ja, ist alles nass. Ja. Da siehst du es gut. Guck, Basti. Ja. Siehst du? Da läuft so viel Wasser rein. Da siehst du das Wasser von innen stehen. Ja. Kann natürlich auch noch sein, dass das von der Lampe hinten kommt. Weißt du, wie wir das feststellen, Jürgen? Ob es nur das ist? Wir stopfen jetzt hier blaue Lappen rein, rechts und links, und dann machst du noch mal nass und dann guck, ob die Lappen nass sind. Weil wenn es nur hier reinkommt, tropft es ja so runter. Dann musst du die Lappen reinstupfen, wenn du drin bist. Ja, genau. Aber wenn wir jetzt runterklappen, läuft es in jedem Fall raus. Ja, okay, gut, dann machen wir das so. Ganz, ist die Feuchtigkeit. Und da auch trocken. Stopfen wir mal Lappen rein. Da sehen wir ja, wenn jetzt hier oben das Wasser hier runterläuft und hier abläuft, dann haben wir da oben auch noch ein Problem. Und das können wir jetzt sehen. Einmal da rein. Und da rein. Okay, gut. Dann machen wir. Naja, das müsste eigentlich schon reichen, ne? So, okay, dann gucken wir mal, ob die Lampen feucht sind oder nicht. Ja. Ja. Ja, kommt da auch rein. Ja. Andere Seite auch? Ja, das habe ich jetzt auch schon gesagt. Also kommt es doch von der Lampe und von da. Jetzt hätten wir jetzt nur das eine gemacht, hätten wir das andere nicht gefunden oder andersrum. Ich ziehe mal auf der anderen Seite raus hier. Dann läuft das hier oben rein, zieht sich da an den Seiten runter, und rechts runter. Und läuft unten in die da. Genau, und dann klappt man es hoch. Und dann läuft es über die Scheibe zurück. Ja, gut, okay, dann besorgen wir dir eine neue Lampe, besorgen hier die neue Dichtung. Wir lassen die Verkleidung ab, legen wir die einfach hinten in den Kofferraum. Wir besorgen dir eine neue Lampe und hier die Dichtung rein. Und dann am 9. März machen wir dir dann. Der ist ohnehin die Inspektion hier. Und dann okay, dann machen wir die Inspektion. Super. Jetzt, verrückt, ne? Zwei Fehler auf einmal. Bekloppte Nummer. So, okay, da gehen wir jetzt runter zum Jaguar und gucken mal, ob der anspringt. Stand jetzt 4 Monate. Steht mein Mädchen? Die Katze. Genau. So, wir lüften es. 4 Monate habe ich jetzt nicht, länger noch. Ist ja 4 Monate. Mädchen, aufstehen. So. Bin mal gespannt, ob er anspringt. Hast du ein System beim Zusammenlegen hiervon? Ja. So. 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 Schauen wir mal. Kannst du den Kofferraum aufmachen? Leg ich hinten rein. Ne? Hat der Zentralverriegelung im Kofferraum? Ja, natürlich hat der Zentralverriegelung. Ach Gott, Zentralverriegelung. So. Ich würde sagen. Super. Bin ich älter geworden in den letzten 4 Monaten oder was? Wie sieht das aus bei mir hier? Ja, da haben wir uns ja gerade noch drüber unterhalten, ne? Was? Da haben wir uns ja gerade drüber unterhalten. Oh. Über dieses Alter. Ach, guck mal, Lampen ist an. So, jetzt erstmal hier. Kann man das so nach hinten klappen, oder? Ja, guck mal, dass das Glas sich knickt. Oder anständig knickt normalerweise. So. Dann gucken wir hier. Extra noch eine Sicherung dran. So, jetzt kommt's, ne? Springt da an. Nach so einer langen Zeit. Boah, ey, der ist so glatt von der Politur, die du da nochmal drauf gemacht hast. Boah. Wie Babypopo. Wow. Wie Babypopo. So. Schock hoch. Ein Kaltstart, 10 Liter, ne? Oder was? Ach, Quatsch. Aber so ähnlich. So, jetzt muss ich natürlich erstmal Kraftstoff nach vorne fördern. Dann ist eine Elektropumpe dran. So. Sprit müsste eigentlich noch drin sein. Ja, das. Es zuckt noch. Viertel, halb voll fast. Würde ich sagen,
Machen wir, ne? Guck mich still! Wow. Oh. Das hört sich aber gut an. Ja. Und das nach der Zeit. Da muss ich ein bisschen warm laufen lassen. Ach, Junge, das ist ja was Feines. Oh, ich weiß nicht, was ich vermisst habe den ganzen Winter über. Ja. Gut, okay, dann fahren wir rauf, rüber in die Werkstatt. Auf die Bühne? Auf die Bühne und dann tun wir den Sprit raus und dann gucken wir, ob der auch mit E-Fuels läuft. Ja. Wow. So. Ja, hier ist der Schock. Der ist im Prinzip dafür da, dass in dem Moment dem Motor mehr Kraftstoff gegeben wird, weil ich meine, das ist jetzt ein 3,8 Liter, der hat natürlich richtig Volumen und in diesem Volumen, um die Kondensationsverluste zu überbrücken, wenn der Kraftstoff da rein, dann beschlägt das eben. So, beschlägt das und dann. Und dieser Kraftstoff steht der Verbrennung dann nicht zur Verfügung. Genau. Und das damit ist wir genügend Kraftstoff haben für die Verbrennung, damit der sauber läuft, auch im Kaltlauf, haben wir diese Choke. Genau, das machen heutzutage die Fahrzeuge alle automatisch, aber heutzutage hat ja so ein Auto auch keine 3,8 Liter mehr. Die machen ja alle nur mit 1, 1,5, 1,6, maximal 2 Liter rum und da hast du auch nicht so viel Kondensationsverlust. Das ist eben der große Vorteil, wenn man so eine kleine Kubikzahl hat, ne? Dann, ja gut, okay, ich würde sagen, Auto rauf, auf. Kraftstoff raus, Loch in den Tank und dann. Ja, kann man reinbohren. Sollen ne? wir Tor zumachen? Ja, ne? Nö, lass mal auf, ist doch schön hier. So, und dann gucken wir mal, dass wir den Kraftstoff rauskriegen. Das ist aber übel. Ich stell den draußen hin. Echt so hoch? Ja, wir haben jetzt gerade 200.000 Partikel. Jetzt ist weniger. Aber geht jetzt runter. Guck mal, wir hatten vorhin hier 109.000, 107.000 Partikel. Schau mal, komm. Ja, warte mal, tun wir mal ein bisschen rüber. Also, start guck mal, ich habe den unter die Blattfeder getan. Ja, aber ich wollte mal eben gucken, wie die Partikel. Wir haben ja ein Partikelmessgerät. Und tilt. Ende. Tilt. Ja. Habe ich immer gesagt, denn das Auto ist total umweltfreundlich. Ne? Ja. Aber so kann man sich vorstellen, früher sind ja nur so Autos rumgefahren, jede Menge von den Autos. Wir haben jetzt hier ein Partikelmessgerät, das ist ja für die neue Abgasuntersuchung für Dieselfahrzeuge. -5. Ja, da muss man Partikel gemessen und ja, die Grenzwert ist bei 200.000 oder was, ne? Ja, 252.000 und der ist gerade ausgestiegen, nur von den Abgasen, die hier rauskommen. Also im Kaltlauf ist das echt heftig. Haben wir ja früher auch gesehen im Osten, wenn die alle mit ihren Trabis rumgefahren sind, die waren auch extremer, dass da so richtig Nebelschwaden in diesen ganzen Gebieten da sind. Also das ist, ja. So, hier drunter sitzt der Kraftstofffilter an dieser Stelle. Ja, den müssen wir jetzt hier lösen. Und dann, das können wir hier den Kraftstoff rauslassen. Ich würde sagen, dann haben wir noch einen Ölbehälter, wo wir die reinstellen können, den Kanister. Da brauchen wir nicht die ganze Zeit mit der Hand zu halten. Das Schöne ist, dass du die ganzen Filter und so immer auch gerne einfach hier drin liegen gelassen werden und Werkzeug hier liegen gelassen wird und sowas. Kann man alles mit wegschmeißen oder was. Ne?
Wir hatten das hier als letztes gemacht, ein Malefilter OC593-3. Werkzeug mit dran. Es ist in allen Werkstätten gleich. Die machen alle das Gleiche. Die benutzen das, schmeißen das da rein, das Ding weg und lassen es stehen. Und dann kommt der Senior wieder durch die Halle gelaufen und schreit dann: Braucht einer das hier noch? Ja, räume ich gleich weg. Ein Hälschen kriegt man da, so ein Hälschen, aber ja, so ein. Ja, aber das ist so. So, das ist so. Aufschrauben hier. Ist eben so, wenn so viele zusammenarbeiten zu Hause, lässt man ja auch gerne mal was liegen und so. Hier ist halt ja ein Problem. Ja, aber wenn ich jetzt zu Hause liegen habe, habe ich wenigstens meine Frau, die es wegräumt. Ja, stimmt. Ne? Ja. Ja. Die Werkstatt müssen wir uns selber wegräumen. Ja. Das ist das Letzte. Okay, dann. Ich schaue mal. Mal den Filter raus, und das ist der Filter. Ich muss nachher sowieso wieder neu lackieren. Der Filter sitzt im Tank? Ja. Aha. Jürgen, du musst ja auch beeilen, weil der ist jetzt gleich hier voll, ne? Wer ist voll? Ist der Tank voll? Muss ich da wieder reinschrauben? Nee. Da unten ist so ein zweiter. Ja, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, dass das jetzt so heftig hier rausspritzt, das Ganze. Ich habe auch, also, ne, vor allen Dingen ist meine Schulter noch so ein bisschen behindert. Hättest du doch mal 5 Minuten laufen lassen können, dann wäre der Tank halb leer gewesen. Ja, genau. Genau, ja. So. Oh, aber ich meine, schneller kann man den Tank nicht entsorgen, ne? Also, guck hier, hier ist das Tanksieb, ne? An der Stelle. Ja. Schön gemacht. Ja. Schön, wenn das in die Achsel reinläuft. Ne? Was macht das Tanksieb? Ja, das ist, wenn jetzt grobe Rückstände irgendwie, die sammeln sich hier in diesen. Hast du denn den Ingetan? Diesen so, wie so ein kleiner Sickersumpf ist das hier. Ne? Da sammelt sich das drin. Ne? Und dann der Dreck, und damit das nicht nach vorne gefördert wird, ist das so ein kleines. Das ist eigentlich praktisch. Ist so also unsere Autos haben das nicht mehr, sowas. Ne? Genau. Ich finde es klasse. Ja. Ist da noch was drin? Ist kein Sputz? Nein. So, Dichtung ist drauf. Ja, Dichtung ist drauf. Im Prinzip, wenn man eben mal sein Auto falsch tankt, kann man das so ganz einfach. Oh, warte jetzt. 3 Minuten oder was? Ja. Tank leer. So. Sagt meine Frau mich nachher wieder, du riechst nach Benzin. Da sage ich, ja klar, ich bin doch Mechatroniker, muss ich doch. Ja. Benziniker, ne? So, okay, gut. Dann haben wir leer. Jetzt will man den Wagen. Müssen wir gucken, dass wir den Wagen jetzt starten. Und dann schauen wir, bis er ausgeht. Und dann tanken wir E-Fuels rein. Sind eigentlich die Vergaser leer. Also wenn er ausgeht, das ist das, was er gerade gesagt hat. Wir lassen ihn mal laufen, bis er ausgeht. Dann sind die Vergaser leer, weil da steht ja in den Schwimmerkammern noch Kraftstoff. Und wenn da nichts mehr drin ist, dann füllen wir die E-Fuels rein. Und wenn er dann die Zündung einschaltet, dann läuft er die Kraftstoffvorförderpumpe, die fördert den Kraftstoff dann wieder in die Vergaser rein. Dann sind die Schwimmerkammern wieder voll und dann läuft er direkt von Anfang an mit E-Fuels. Und ich bin auch gespannt, wie er nachher laufen wird. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil ich bin überzeugt davon. Ich auch. Aber ich möchte es gerne mal probieren. Also man sagt zwar immer, das ist ja total interessant, selbst wenn wir alle elektrisch fahren, werden wir ja diese Autos weiter behalten. Ne? Und wenn wir die Autos weiter behalten, dann brauchen wir ja auch auf jeden Fall E-Fuels. Es sei denn, wir bauen diese Autos auf elektrisch um. Und wer will denn sowas? Nein. Das ich meine, ne? Niemals. So. Okay. Und wir haben ja bisher nur... Was? Was willst du? Ein Umbausatz für den Wagen. Aber das würde ich niemals machen. Als elektrisch? Ja, für den jetzt aus England. Das ist kein Scheiß. Nein. Doch, gibt's für den Wagen. Dann nehmen wir den ganzen Motor vorne raus, legen da Hochfahrt rein. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du keine Ahnung von Autos hast und willst nicht alle 3 Wochen einen Ölverlust haben oder sowas, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Und du hast nur die Karosserie. So, Cedric. Und du bist raus. Du gehst ins Büro. Jetzt wieder in dein Büro. Ab ins Büro, los. Geh spitzer. Dann so, Dings, Griffelspitze. Ist ja hau ab, geh ins Büro. Da kann man nicht so Auto, kann man doch nicht elektrisch umbauen. Das ist ja total. Hab ich doch auch gar nicht gesagt. Also. Geh jetzt in dein Büro. So, okay.
Dann würde ich sagen, lassen wir mal laufen, bis er nicht mehr läuft. Pass mal auf. In der Mitte schon haben. Ja. Müssen die Vergaser, die der Jürgen ja gerade schon gesagt hat. Die drei Vergaser sehen. Die sehen da wirklich hübsch aus, oder? Die braucht er auch. Hier unten drin sind die Schwimmerkammern, hier unten drunter. Die stehen noch voll Kraftstoff. Merkt man ja, deswegen läuft er noch. Ah, ist das herrlich. So, und jetzt Elektroauto. Ja. Der Tank ist leer, kann man sehen. Tut die komplette leer. Ja, da ist auch ganz schön Material drin, ne? Zwei oben liegende Nockenwellen. Schön hier oben einzeln verpackt. Guck mal, Basti. Hier, zwei oben liegende Nockenwellen. Sehr schön verpackt in Aluminiumgehäusen. Das ist kein Aluminium. Was? Kein Aluminium. Das ist Aluminium. Echt? Ja. Nimm mal den Magnet und mal dran. Aluminium haben wir damals sogar nicht gekannt. Aluminium, ich bin jetzt echt gespannt. Das Aluminium habe ich direkt gesagt. Nee, die Schrauben, die sind Stahl. Das ist echt Aluminium? Ja, klar. Das siehst du an der Maserung von dem Material. Ich hätte gedacht, das wäre Stahl. Dann müsste es Edelstahl sein. Ja, nee, Edelstahl, dann, ja, aber ich habe das vergessen. Aber das ist Alu. Das ist alles Alu hier. Tatsächlich, ja. Ja, da sieht man doch, der Junge ist doch ein bisschen älter. Als sein Auto geboren wurde, war ich schon nicht auf der Welt. Zylinderköpfe, Aluminium. Der ist Guss. Ja, warum bleibt er nicht daran kleben am Guss? Das ist Guss. Aber am Guss müsste kleben bleiben. Also, war ja immer schlau. Weil das immer noch läuft. Jetzt fängt er langsam an. Jetzt fängt er zu blubbern. Und das war's. Und fertig. Probier nochmal zu starten. Okay, fertig. So, warte mal. Aber, Jürgen. Jetzt. Edelstahl. Das hier. Ja, also Jürgen hat vollkommen recht. Ne? Das ist Aluminiumköpfe, der Motor ist Guss. Der Block? Ja, ich hätte gedacht, dass der Kopf auch Guss ist. Ne? Mhm. Ne, okay. Und das hier ist, das ist normaler Stahl. Was für ein Baujahr ist das? 63. 63. Da war ich ja schon 8 Jahre alt, als ich das erfunden habe. Toller Typ. So, okay. Ja, so lernt man immer wieder dazu. Ich selbst, das ist mein Auto und ich hätte gedacht, nee, also so ein Alu-Kopf hätte ich das nicht blöd gerechnet. Aber jetzt im Nachhinein ist ganz logisch. So lernen wir immer wieder was dazu. So, dann. Soll ich das auch machen? Wir haben ja. Ja, tun wir jetzt. Also, was wir machen können, ist, hier haben wir ja E-Fuels. Und wir schon mal ein Gläschen und dann gucken wir mal, wie E-Fuels aussieht und wie normaler Kraftstoff aussieht. Wir sind wieder. Möchtest du das jetzt alles alleine machen? Ja, nee, du kannst mir helfen. Ja, ich halte das fest. Ja, mach. Und nur ein Schlückchen. Langsam. Ah, ein bisschen mehr Schlückchen. Ach, nur mal einen Unterschied sehen können. Super, vielen Dank. Gerne. So, einmal. Warte mal, lass mal offen. Achso, ne, komm her. Ja, ich mach immer lieber zu, solche Dinger. So. Haben wir einmal hier. Jogi, pass auf, hier nicht gegenstoßen, bitte. Mhm. Pass auf, nimm das Ding da mal weg, den Trichter. Da haben wir ja jetzt noch Kraftstoff mit drin. Normalen Kraftstoff. Da schütten wir ganz vorsichtig von hier was ein. Okay.
Ja, gut, guck mal, sieht schon anders aus. Ne? Am besten gegen das Licht halten, weil du hast das gelbe T-Shirt. Genau. Da. Okay. Mal so. So. Dann komm, ich halte es mal. Mit Schaum oder ohne? Ja. Dann halte ich es fest. Ja, das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Unterschied. Ja. Ich E-Fills. Wenn da jetzt was man festmachen kann oder sowas, dann sieht ein bisschen aus wie Urinprobe von Jürgen. Aber gut. Das sind Jürgens Wodka-E-Mische und die normale Wodka-E-Mische. Ja, also, Unterschied kann man sehen, ne? Das kostbare Zeug dann drückt man hier rein. Einmal. So. Und dann füllen wir das Auto jetzt mal mit E-Fuels. Okay. Ja. Das ist gut, Zeug. Aber die Menge reicht ja hier gerade mal, um die Vergaser zu füllen, oder? Ja. Ja, wenn man sich das alles mal vorstellt, also es wird einem ja erst so richtig bewusst, wo wir jetzt anfangen mit der E-Mobilität, was das bedeutet, Energie zu speichern. Ne? Und wie viel Energie hier in so einem Liter drin ist, das ist ja unglaublich. Ja. Also wir versuchen dann da mit E-Mobilität, mit 20 Kilowatt kommen wir 100 Kilometer weit, wollen das irgendwie speichern und dass da Sonnenenergie und Strom dann das speichern. Da ist es schon gespeichert. Ne? Also das ist schon, ich finde das total faszinierend, ne? dass so viel Energie in Erdöl drin ist. Also das ist schon dickes Ding. Aber leider ist die Ausbeute nicht so groß dabei. Ne? Von was? Von der Energie. Bei E-Autos? Nein, beim Benzin. Ja, doch schon. Meine, ist doch voll, ja, aber wenn die Leistung bei E ist einfach größer. Die Leistung vom Anzug, aber du musst es ja auch produzieren. Also das soll man nicht vergessen. Da müssen wir aber. Ich besorge mal 20 Kilowatt. Wo kommen die denn her? Die kommen ja nicht von. Ja, bei uns kommen die aus der Steckdose. Ja, genau. Also ich bin da eher was skeptischer. So, jetzt haben wir Kraftstoff drin. Die Pumpe fördert natürlich jetzt schon ein bisschen Kraftstoff nach vorne. Entspannt. Nach vorne gefördert, bap, und guck, wie der läuft. Wir haben eine elektrische Pumpe, die fördert den Kraftstoff nach vorne. Schock hast du draußen, ne? Also ist ausgeschaltet. Ist drin. Dann mach mal raus. Aber der läuft ruhiger, ne? Guck dir den Motorlauf an. Aber der läuft wirklich ruhiger. Ja. Auch hier mit dem Schock, das ist einfach, der verhält sich anders. Das lief direkt anders. Bei den E-Fuels, da ist ja das Schöne, dass dieser Kraftstoff kreiert werden kann. Je nach unseren Bedürfnissen kann die Cetanzahl oder Oktanzahl so verändert werden, dass der Motor klopffest ist, dass er super schön läuft, dass er ruhig läuft. Wir haben die Ablagerungen, die wir haben, zum Beispiel bei einem Diesel durch Kurzstreckenbetrieb, nicht mehr dran. Und. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Du meinst, E-Fuels sind nicht so effektiv, weil wir da so viel Energie brauchen, um einen Liter Kraftstoff herzustellen. Ja, ich meinte aber Erdöl, was in Erdöl gebunden ist, das meine ich. Ja klar, braucht das unglaublich viel Energie, das ist so. Also wir brauchen, ehrlich gesagt, für einen Liter E-Fuels herzustellen, zwischen 25 bis 30 Kilowatt für einen Liter. Und wenn man so mit so einem normalen Auto, sagen wir mal, was 5 Liter braucht, brauchen wir also mal hochgerechnet 125 Kilowatt für 100 Kilometer. Das war also eine grobe Rechnung. 125 Kilowatt. So. Aber für solche Fahrzeuge ist es doch mega, dass es sowas gibt. Und auch für die anderen Fahrzeuge. Ne? Frischluft raus. Nee, kommt keine Frischluft raus. Stink, fast. Stinkt trotzdem. Ja, ausgemacht. Alles gut. Trotzdem. Aber bei E-Fuels kommt nicht so viel Mist hinten raus. Doch, es kommt genauso viel Mist hinten raus. Der riesengroße Vorteil ist immer, dass wir mit CO2, das ist, was wir aus der Luft geholt haben, aus Wasserstoff, mit CO2 dazu geblasen. Wie hieß doch mal das Verfahren? Fischer-Dropp-Verfahren. Fischer-Dropp, genau. Fischer-Dropp-Verfahren. Und dadurch entsteht dann E-Fuels. Und wir haben das CO2, was wir aus der Luft geholt haben, haben wir drin gebunden. Und wenn wir es jetzt verbrennen, wird es wieder freigesetzt. Also da haben wir einen Kreislauf, aber trotzdem haben wir natürlich weitere... Es kommt keine Frischluft hinten raus. Nein, trotzdem haben wir natürlich weitere Schadstoffe wie Stickoxide und das ist natürlich alles noch da. Also das brauchen wir nicht schön zu reden. Aber was mache ich denn mit meinem Auto in 20 Jahren? E-Fuels tanken. Aber da komme ich ja sowieso nicht mehr rein und raus, glaube ich.
Doch. Ja, ich kannst du mit dem Rollstuhl daneben fahren und dich dann da reinheben lassen? Okay, gut. Wir klappen mir alles zu und dann packen wir die... die Katze wieder ein? Die Geschenke noch ein, die wir bekommen haben. Oder was da drin ist, keine Ahnung, was da drin ist. Schauen wir mal. So, dann gucken wir mal. Ach, ach, ganz langer Text, auch bitte nicht. Ich erfahre jetzt YouTube, total geil, was ihr macht. Vielen, vielen Dank. Hat noch ein Problem mit seinem Auto, steigert, lest mir nachher durch. Ich habe eure Videos schon viel hilfreiches Lernen mitnehmen können. Als ich letztes euer Video über den Pinkelpol-Lied geschaut habe und ihr als Minions auf dem Konzert gegangen seid, fand ich das echt klasse. Und dann kam mir die Idee, also eure Truppe ein kleines Geschenk zu machen. Ey, es gibt Geschenke, Jungs! Also setze ich mir in einem 3D-Drucker und ließ diese Minions für euch drucken. Die kleinen Minions sind für euch und die beiden großen gebe ich euch die Möglichkeit, ihnen entweder als Maskottchen zu behalten oder signieren zu versteigern. Ja, versteigern dürfen wir leider nicht. Das ist, guck mal. Boah, ey. Hammer. Ist doch geil. Können wir ihn abdrehen oder? Ne, das ist ein Stück. Ey, geil, guck mal. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ja mega. Also, was ihr euch alles einfallen lasst, das ist ja unglaublich. Der Christian. Ey, Jungs, guck mal. Du musst jetzt so einen Namen draufschreiben. Guck mal, hier ist jeder von euch abgebildet. Ja. Guck mal, der eine hat einen Bart, das ist Adnan. Und was? Oh, hier, nochmal. Das ist ja mega. Gut, die packen wir gleich noch aus. Die bekommen auch einen besonderen Platz, ey. Voll geil. Was man alles mit einem 3D-Drucker machen kann, ey. Muss man das dann halt so anmalen? Das ist unfassbar. Nee, das muss nicht anmalen. Das wird in den Farben so gedruckt. Ja, da musst du ja verschiedene Farben dann anmalen. Ja, klar. Also das heißt ja alles mit diesem 3D-Drucker ist ja wirklich geil. Ja, ich habe das vielen, mal gesehen, wie so ein Ding arbeitet, so ein 3D-Drucker. Das ist vor allen Dingen... Guck mal hier, ganze Mannschaft. Adler, guck mal, mit Bart. Das bist du. Hast du mal einen Filzstift? Ja. Ja? Komm her. So. Adler malen. Das ist cool. Ja, ah, ja, so sieht er aus. So sieht er aus. Ein Haufen Gestrüpp im Gesicht. Ja. Ja, mal so schwarze Haare. Doch noch hier so ein bisschen. Ja. Guck mal, Adnan. Ja, 100%. Ey, 100%, Adnan. 1:1. Das ist ja geil. So, dann schreiben wir noch Adnan drauf. Adnan. Sehr geil. Tu es auf deine Werkzeugkiste. Direkt auf meine Werkzeugkiste. Hör mal. Ja, muss da vorne festkleben. Wie stabil so ein Teil ist. Ja, Hammer. Wie stabil so ein Apparat ist. Unfassbar. Oh. Jürgen und Holger, Eisvogelverein. Oh. Oh. Der Rückenschlag. Ja, ich guck mal. Ne? Hallo Jürgen, Mitarbeiter. Ich verfolge jede Woche bei YouTube eure Sendung und finde es toll, wie ihr die Probleme bei den Autos löst. Wir haben zwar nichts mit Autos zu tun, sondern lösen die Probleme an Dächern. Uns, die Firma Koch Bedachung aus Wirges im Westerwald, gibt es bereits seit 1878 und sind weltweit aktiv. Das weiteste war China und Russland. Wow. Eure Unterstützung für den Eisvogelverein hat mich dazu bewogen, Spenden in unserem Stammhaus zu sammeln. Ich habe in dem Paket noch was beigelegt. Kein Haribo, sondern mal was anderes, was für die Kehle und natürlich was für den Hund. Beilegend erhaltet ihr die Spende sowie einen verkehrten Rückumschlag. Darko! Einen Rückumschlag für eine Autogrammkarte. Da kümmere ich mich persönlich drum. Über 500 Vielen, vielen Euro. Dank. Vielen Dank, Frank. Total großzügig. Wer ist das? Frank. Guck
Kochbedachung. Kochbedachung Frank Pinkel. Darko! Das ist der Rückumschlag. Frank, vielen, vielen Dank. Das ist ja total großzügig. Kommt natürlich zum Eisbuch. Ist es schon wieder? Darko, mein Freund. Guck mal. Der Frank hat auch an dich gedacht. Geh du langsam. Die Fritschi. Wenn du dem die ganze Tüte dahin schüttest, dann frisst du die Nudeln nichts Hund auf. Das ist dein Mittagessen heute. Ne? So. Viel Spaß. Cool, der Hund. Ja, ja die Tüte vielen, vielen Dank. Das ist der Kleine, ne? Der hier. Du bist der Kleine. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Schau dir das an. Wahnsinn. Ach, guck mal. Oh, eine Flasche ist kaputt gegangen hier. Guck mal. Pass auf, Vorsicht, Vorsicht. Eine Flasche ist echt kaputt. Guck mal. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich so unglaublich, was ihr. Weil eine ist dummerweise kaputt gegangen, das ist natürlich ganz übel. Aber vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr so großzügig seid. Ruf doch mal. Hans-Jürgen! Hans-Jürgen! Ja, ja! Das ist nicht so, dass wir gerne Bier trinken, ne? Aber. Kochbedachung, dann nenne ich noch mal. Sehr großzügig, vielen, vielen, vielen Dank. Der Eiswürfelverein, die kranken Leute freuen sich darüber, das wird gut eingesetzt. Dankeschön. Wir freuen uns aufs nächste Video und solche Aktionen, macht sie ruhig weiter. Wir leiten es direkt weiter an den Eiswürfelverein, oder besser, dass die Kohle sammeln wird. Die kommen wir einmal im Jahr bei uns was abholen. Ja. Dankeschön dafür. Geld können die immer gut gebrauchen. Versteigerungen können wir leider nicht machen. Versteigerung darf, da muss dafür angemeldet sein und das kann man ganz so nicht einfach machen. Verfahren. Ja, ganz kompliziert. Da haben wir mal einmal ganz kurz ein bisschen Bescheid gekriegt, aber wollen wir gar nicht weiter thematisieren. Ich habe so viel Energie verbraucht, ne? Aber das bringt doch verbrauchte Energie sofort zurück. Ja, kannst oder? Du. Ich geh sie wegschieben. Tschüss, ihr Lieben. Danke. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, abonnieren. Ja, wir sind kurz vor der Million. Macht, dass wir die haben bald. Danke.